Hallo zusammen, ich habe heute einen Auszugskühlschrank in Chromstahl komplett. Das heißt, ich habe hier eine Chromstahltüre, ich habe einen Chromstahlrahmen. Der ganze Inhalt ist aus Chromstahl. Hier drin ist eine Gastronomschale mit Deckel. Das Gerät ist neu. Wenn ich jetzt hier von oben her so reingucke, ist alles aus Chromstahl, nur diese Auszüge hier, die sind verzinkt. Es handelt sich dabei um ein Vitrifrigo-Kühlschrank. Wir haben den offiziell nicht im Programm. Da gibt es zwei Modelle. Das ist der DW35BT. Das ist ein Tiefkühler. Dieser Tiefkühler hat einen Temperaturbereich von minus 10 Grad. Kann man dann hier einstellen, über hier das Kältesternchen, bis minus 15 Grad. Mehr oder weniger macht der nicht. Ist relativ schwer, hat 27 Kilo. Und hier hinten sehen wir das Kühlaggregat, dass wir haben hier einen 12 Volt Anschluss, der lief jetzt aus dem Test. Hier ist kein Dampfos-Kompressor oder Seco-Kompressor verbaut, sondern ein Siklan. Also ursprünglich ist das ein Siklan-Kompressor, steht hier Vitrifrigo drauf, der ist so gelabelt. Wir machen ja auch nichts anderes. Und die Steuerung hier, die hat sehr große Kühlrippen. Mir hat mal einer erklärt, je größer die Kühlrippen, desto besser ist die Elektronik. Ja, desto besser ist die Verlustleistung. Das heißt, der Wirkungsgrad, dass solche Kühlrippen verbaut werden, wird wahrscheinlich schlechter sein als bei einer heutigen aktuellen Seco-Steuerung. Ich habe hier die Seco-Steuerung, hier hat es einfach so einen Kleber drauf, Wemo, aber hier oben sehen wir, dass da Seco steht. Und wenn wir dann die Steuerung nebeneinander halten, wir sehen, sie ist ja fast gleich groß und vor allem die Anschlüsse bei dieser Steuerung sind genau gleich nummeriert. Hier kommt man jetzt bautechnisch schlecht dazu. Am oben plus minus, dann der Ventilator, ist effektiver Nachbau von Dampfos Secop. Weiter haben wir hier ein Kältemittel R600A drin. Das ist vermutlich das Kältemittel, was sich durchsetzt. Bis jetzt können wir immer noch R134A verbauen im mobilen Sektor. Da gibt es keine Beschränkungen bis jetzt. Was ist aber jetzt beim Import in der EU, bei der Herstellung, muss man jetzt das Kältemittel anmelden über das ein Kältemittelportal und dann kostet es Geld. Eine CO2-Äquivalent-Steuer, also pro Tonne CO2-Äquivalent, habe ich mal ein Video gemacht über CO2-Äquivalent, etwa 60 Euro, das die Tonne. Kann sich dann summieren, weil R134A hat ein GWP von 1430 Faktor, also eine Tonne mal 1430 gibt dann der 1430 Tonnen CO2-Äquivalent. Beim R600A ist es nur 3. Und ich habe ja dazugelernt, seit der neuen EU-Verordnung, dass es auch ein GWP 20 und ein GWP 100 gibt. GWP zur Info heißt ja, habe ich vielleicht noch nicht gesagt, Gehirnwashing-Programm oder globales Erwärmungspotenzial. Ihr könnt jetzt das aussuchen, was euch eher zusagt. Ja, das ist Standard Vitrifrigo. Wir haben den Kühlschrank nicht im Sortiment. Er kostet um die 1600 Schweizer Franken Euro, je nachdem, wo man rechnet, mit oder ohne Mehrwertsteuer und so weiter.
Wenn ihr Interesse habt an dem Kühlschrank, fragt uns an per Mail, Lieferfrist. Wir haben ihn nicht im Shop drin, wir können ihn aber teilweise nicht immer ab Lager liefern. Hier verlinke ich euch die neue F-Gasverordnung über das Kältemittel und hier über das GWP, das Gehirnwashing-Potenzial. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.